Herzlich willkommen heute wieder zum Lernen der Zukunft Experten-Talk. Und heute gehen wir einem Thema auf die Spur, einem Thema, das vielleicht mit das Essentiellste in unser aller Leben sein könnte oder auch ist. Und zwar, viele fokussieren sich ja eher auf den Outcome, also auf das, was hinten rauskommt. Das soll viel Geld sein, das soll viel Erfolg sein und dann vielleicht noch ganz viele Bewunderung von allen Seiten. Und manche verrennen sich aber in solche Ziele hinein, die vielleicht gar nicht ihre wären, weil sie hätten schon vorher ansetzen dürfen, um mal schauen, um da mal nachzuschauen, was steckt eigentlich in ihnen und wie wollen sie ihr Leben eigentlich designen. Kann man eigentlich sein Leben designen? Es gibt einen da draußen, der behauptet, ja, man kann und es scheint, er hat es für sich umgesetzt. Er nennt sich Paul Misar, der eine oder die andere von Ihnen werden ihn vielleicht schon kennen über das eine oder andere Buch oder über den einen oder anderen Fernsehbeitrag oder für die Fernsehsendung. Lieber Paul Misar, herzlich willkommen bei Lernen der Zukunft. Hi. Hi. Hallo, danke schön für die Einladung. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Grüße von der Sonneninsel. Ah, ja, das ist Live Design at its best. Du, wo bist du denn im Moment? Du hast dir da eine wunderbare Location ausgesucht. Ja, ich bin da in meinem Frühstückspavillon, sage ich, direkt auf einer meiner Terrassen da auf Mallorca. Und ja, motiviert mich, wenn ich da morgens rauskomme und dann so ein bisschen aufs Meer blicken kann, das ist schon andere Energie dann, ja. Oh, wunderbar, wunderbar. Lieber Paul, ich habe einige Worte zu dir ja schon gesagt, nämlich ja. deine Überschrift, der Live-Designer. Du kommst ja nicht wirklich aus dem reichsten Elternhaus mit dem goldenen Löffel und bist ein tatsächlicher Self-Made-Man. Und die Frage ist jetzt, warum sollen wir dir zuhören? Was hast du uns voraus? Was können wir von dir lernen? Erzähle mal ein paar Worte zu dir, bitte. Ja, also vielleicht die Frage, wenn ich's, wie kommt man zum Thema Live-Design oder wie hat das begonnen mit Live-Designer? Ich habe mal ein Interview auch damals und ich wurde gefragt, okay, sind Sie Trainer? Und ich habe gesagt, nein, ich bin kein Trainer, ich trainiere zwar Leute, aber ich sehe mich nicht als Trainer. Dann sagt der Interviewer, sagt dann, ja, pass auf, ich habe schon verstanden, Sie sind also ein Coach und zwischen Coaching und Training ist ja ein Unterschied. Sage ich, ja, das stimmt prinzipiell auch. Also Coach gibt Feedback, stellt viele Fragen, solange bis du dir selbst die richtigen Antworten gibst, gibt dir aber nicht die Lösung schon fertig mit, sondern lässt dich selbst die Lösung erarbeiten. Ne? Der Trainer sagt ganz genau, morgen 7 Uhr aufstehen, das und das frühstückst, dann und dann gehst laufen, so und so viele Kilometer, also ganz genaue Vorgaben. Exakt so musst du es machen. Gut. Und dann habe ich gesagt, also ich bin auch kein Coach, obwohl ich Leute coache und bei mir in der Akademie auch Coaches teilweise ausbilde. Mhm. Ja, was sind Sie dann? Und dann habe ich gesagt, ich sehe mich als Live-Designer. Aha, was ist ein Live-Designer? Naja, jemand, der Menschen hilft, ihr Leben zu designen, weil wenn sie jetzt ein Haus bauen würden, würden sie auch nicht drauf losbauen und einen Ziegel nach dem anderen mit Mörtel zusammenmauern, sondern man würde zuerst einmal einen Plan haben, ein Konzept haben, eine Idee haben, ein Design haben, in welche Richtung es gehen soll. Und so ist dieses Wort Live-Designer entstanden und meine eigene Geschichte dazu, ich habe ja vor 12 Jahren eine Firmengruppe gehabt in einem Bereich, der mich in der Schule damals überhaupt nicht interessiert hat, Chemie. Ja, also Chemie war eines meiner Uninteressanten. Chemie, was genau? Also das kann ja von Bayer-Konzernleitung bis zu bis zur kleinen Apotheke alles sein. Ja, Chemie-Handelsunternehmen gehabt ursprünglich. Ich habe es dann weiter neu positioniert in Richtung Spezialunternehmen für die Wasseraufbereitung. Aha. War in 7 Märkten Europas, schwerpunktmäßig auch Osteuropa tätig, habe in einigen Ländern sehr, sehr hohe Marktanteile gehabt. Wir waren in unserem Spezialsegment, in unserem Schlanken in Österreich, haben wir 67% Marktanteile im besten Jahr gehabt. Gut, ja. Ja, ähnlich auch in Ex-Jugoslawien war ich in einigen Ländern, also in Serbien, in Kroatien, in Slowenien tätig. Ich war in der Ukraine. Also war schon irgendwie damals spannend, weil ich ganz einfach gelernt habe, eine Firma aufzubauen und in mehreren Ländern sozusagen international mitzuspielen. Wie bist du da reingeraten? Also hast du irgendein besonderes Studium oder was hast du für Ausbildung? Ich habe Großhandelskaufmann gelernt
und war davor in einem Großkonzern, in einem Chemiehandels, in einem Chemiekonzern, ist auch kein Geheimnis, das war Bayer Leverkusen, war ich jüngster Vertriebsleiter, dann jüngster Marketingleiter und Mitte 20 habe ich gesagt, das ist nicht mein Ding, ich möchte selbstständig sein und habe dann mich selbstständig gemacht. Also da gab es schon einen gewissen Bezug zur Chemie. Aus dem Elternhaus, warst du da geprägt? Also ich bin aus einfachen, sage ich, bürgerlichen Verhältnissen. Mein Vater ist Maschinenbauingenieur, also Techniker eigentlich, meine Mutter Hausfrau. Und hat sich wichtiger den, Job. Wichtiger. Ich habe zwei Geschwister, also sie war insofern eine sehr gute Mutter, weil sie viel Zeit uns gewidmet hat. Schön. Aber, ich bin trotzdem in sehr, sehr einfachen Verhältnissen. Also als ich auf die Welt kam, hatten die Eltern noch gar keine eigene Wohnung. Da haben wir ein halbes Jahr mal bei den Großeltern verbracht. Dann gab es eine ganz kleine Zimmer-Küche-Wohnung. Und erst später dann, als ich 16 war, hat dann der Vater auch in seiner Firma entsprechend Karriere gemacht, hat dann ein Häuschen so am Stadtrand, also aber nichts Tolles, ganz was Einfaches. Ja, und das war halt so die Welt, in der ich aufgewachsen bin. Und ich wusste schon als Kind, die Basis, dass das mir nicht genug sein wird. Ja. Also es gab da ein paar so einschneidende Erlebnisse, an die ich mich erinnern kann. Eines war zum Beispiel, als irgendwann mal andere, oder sagen wir so, begonnen hat es eigentlich in der Schule, dass es zwei Kategorien von Kindern gab. Es gab die Kinder, die ein paar Schillinge von zu Hause mitbekamen und durften sich dann in der kleinen Lebensmittelhandlung nebenan halt eine Wurstsemmel kaufen, obwohl das nach heutigen Ernährungsgesichtspunkten vielleicht auch nicht das Beste ist, aber und die anderen, die halt nicht so gut situiert waren, die haben halt ihre eingepackten Brote, die Außenbrote mitbekommen. Zu denen habe auch ich gehört. Grausam sind manchmal, haben die anderen die halt geneckt und haben gesagt, kannst du keine Wurstsemmel leisten, also es war irgendwie kindisch, aber trotzdem, es war das erste Mal so, dass man gedacht hat, warum habe ich kein Geld eingesteckt, so wie andere. Ja. Dann war es ein paar Jahre später so, das kann ich mich erinnern, war mal ein Freund bei mir zu Hause und da war ich schon ein bisschen älter, durfte man schon Coca-Cola trinken und da hat die Mutter gesagt, trinkt jetzt nicht die halbe Flasche Coca-Cola aus, die noch da ist, weil du kriegst dann wieder die nächsten paar Tage keins, wir können nicht jeden Tag uns, ne? Also aha. Das ist da furchtbar. Naja, und so, das war dieses Mangeldenken. Ja. War ja später dann als naja, das kann die runterziehen oder als Motivation dienen. Ja, genau. Ja. Bei mir war es dann so, also ich war dann so, weiß gar nicht genau, 14 oder 15, dann als Grease irgendwie in die Kinos kam. Und Grease, okay. Grease, ja. Daher die Haarfrisur. Das Haargel ist mir noch geblieben, ein bisschen, ja, super. Damit wissen wir es. Und da haben alle halt diese Röhrenjeans und die spitzen Schuhe und ich habe dann irgendwelche so abgetragene Klamotten von irgendwem bekommen. Die musste hast du ältere Geschwister? Na, das war dann von irgendwelchen Bekannten halt, weil die da Geld sparen wollten. Und dann haben wir irgendwie gesagt, nee, das ist nicht meins. Deswegen bin ich dann später auch so ein extremer Kleidungsfetischist geworden. Ich habe also, du bist ja immer super edel mit angezogen. 40 Maßschuhen und ich weiß nicht, wie viele Maßanzüge und so. Ja. Weil ich halt das später dann kompensiert habe. Super ich kompensiere, ja. Aber, naja gut, ist nicht das Wichtigste im Leben. Aber da waren so die ersten Male, als ich so über Mangel nachgedacht habe und gedacht habe, ich will einmal in Überfluss leben, weil ich habe mir nie vorstellen können, dass der liebe Gott uns in Mangel leben lassen will. Haben wir immer gedacht, wir leben in einem Universum, alles was du anschaust, die Vielfalt der Farben, der Tiere, der Fauna, der Flora, Fülle. Hülle und Fülle, also warum soll es für uns Menschen bestimmt sein, irgendwo in Armut zu darben? Dein Wort in Gottes Gehörgang, ja. Also wir erwählen uns vielleicht mal für ein, zwei Monate freiwillig, um mal auch die andere Seite zu sehen, aber nicht gewollt von irgendeiner Kraft da draußen im Universum. Und dann habe ich beschlossen, okay, ich werde einfach reich werden. Das war eigentlich eine Entscheidung, ja. Und ich sage, alles Wichtige im Leben beginnt mit einer Entscheidung. Und dann geht es halt darum, die Strategien zu finden, wie man es umsetzt. Und da springe ich jetzt gleich mitten rein. Ich habe am Anfang gesagt, es geht so, dass viele Leute irgendwo ankommen, was dann vielleicht ihren Maßanzug beinhaltet, was dann vielleicht ihre Häuser, du bist danach, die Geschichte hast du jetzt nicht fortgeführt, ja auch noch in den Immobilienhandel vor allen Dingen, aber auch in Kleingärten, du hast Gärten verkauft. Also Glas, wie heißen die? Wintergärten. Wintergärten, sag das noch kurz, weil da hast du ja auch ein Mega-Business aufgebaut, danach springen wir in die Strategien. Ich habe das geil gefunden. In meinem Buch erklärst du das richtig schön. Ja, das stimmt. Also ich habe schon über 20 Firmen besessen. Ich habe jetzt im Moment sind es die 10. Also ein Unternehmer vor dem Herrn. Ja, ich mache es gern. Also es ist eine Leidenschaft von mir. Ja. Ich sage immer, die Klein- und Mittelunternehmer sind die eigentlich unsere Wirtschaft am Laufen halten. Jo. Und deswegen
kommt von mir auch sehr oft die Botschaft, oder ich predige sie auch mit meiner Best of Best Akademie, dass man eigentlich Entrepreneur werden soll oder Unternehmer im Idealfall, etwas gut machen und dann duplizieren einfach so oft, immer wieder so wie Omas Keksausstecher früher. Ja. Und das skalieren heißt ja heute auf da, ja. Bitte? Skalieren heißt ja heute auf auch. Skalieren, genau. Es muss skalierbar sein im Geschäft. Also man muss sich was überlegen, aber es soll ausweitbar sein, soll nicht nur von deiner Person abhängen. Und wobei das Expertenbusiness da ja dann entgegensteht, oder? Weil ein Expertenbusiness hängt ja dann von dir ab als Person. Ja, ich empfehle es auch bis zu einem gewissen Grad nur als ersten Schritt jetzt, wenn es um die eigene Lebensaufgabe oder Lebensmission geht. Okay, weil wenn ich mal jetzt einen, sagen wir, die größte Expertenpositionierung, die mir jetzt bewusst ist, Anthony Robbins, genauso wie Tim Ferriss, das sind so die zwei, drei Leute, die vielleicht ganz groß sind in unserem Sektor, dann sage ich ja, okay, ich brauche keinen Trainer, der nach Tony Robbins ausgebildet ist. Ich will den Tony Robbins selber. Ich will auch keinen, der bei Tim Ferriss ein Seminar besucht hat. Ich will Tim Ferriss selber. Also insofern ist das, dann hängt es genau an der einen Person. Das ist richtig. Das ist eben dann das nicht mehr duplizierbare oder nicht mehr skalierbare, wenn du das so machst. Oder du bist, also ein anderer meiner Mentoren, Tony schätze ich auch sehr, aber ein anderer meiner Mentoren, bei dem ich viel gelernt habe, war der T.H.F. Ecker. Ja, der Millionärstrainer, gell? Millionär Mind. Als Co-Trainer haben damals, deswegen habe ich so ein bisschen hinter die Kulissen gucken können und er hat dann nachher die Firma verkauft. Deswegen kam es auch nicht dazu, was ich heute sehr froh bin. Aber der hat es eben geschafft, dass er dreimal das gleiche Seminar mit unterschiedlichen Trainern weltweit hält. Da hat er die ganzen Ideen und so weiter vorgegeben. So franchise-mäßig, oder? Naja, es sind seine eigenen Trainer, also, aber es ist funktioniert. Ja. Und ja, vielleicht nochmal zum Anfang zurückkommend. Also du hast was Gutes gleich in den einleitenden Worten gesagt. Also die meisten wollen im Winter, jetzt ist zwar warm draußen, zumindest ist hier, aber Dir jedenfalls, ja. Es kalt ist, wollen die meisten so vor dem Kaminfeuer sitzen und wollen sich die Hände reiben und wollen schön warm haben. Ja? Und die wenigsten sind aber dazu bereit, sage ich, im Herbst oder im Sommer dafür Holz zu sammeln. Und alle wollen letztlich diesen Baum haben, der am Ende die Früchte bringt, aber sich nicht mehr oder weniger diese Arbeit machen und zu bedenken, okay, dieser Baum gehört gepflanzt, der gehört gegossen, der gehört jahrelang gehegt und gepflegt, bevor Das ja. Nur die Frage ist, ist diese Art von Baum überhaupt der mir entspricht? Das oder ist es nur der Baum, der mir von außen eingeredet worden ist, dass das toll ist? Genau, und bei den meisten. Das ist es ja, was mir bei dir auch so gut gefällt. Dass du eben nicht behauptest, ja, man braucht unbedingt so und so viel Millionen am Konto oder so und so viel riesige Unternehmen, sondern dass es darum geht, lebt das, was dir entspricht und dann kannst du tatsächlich einen Reichtum genießen. Richtig, weil manche fühlen sich reich, sage ich, mit vielleicht ein paar hunderttausend Euro oder mit einer Million. Reichtum, es ist egal, er kann auch monetär in einem anderen Gebiet reich werden, aber dann ist es seines vielleicht. Richtig. Und Reichtum, das ist ja auch so ein Problem. Ich sage immer, die meisten Leute sehen nur das Geld. Ja? Und Geld ist eine Energieform, das ist halt gedruckte Energie, aber ist ein Teil des Reichtums. Genau. Ich bin krank oder ich habe keine Freundschaften. Oder Glück ist eindeutig damit verknüpft für mich. Es gibt nichts Schlimmeres. Es gibt so viele einsame Leute, die reich sind. Und ich sage, geweint wird auch im Bentley oder im Aston Martin. Vielleicht weint sich dort eine Spur besser. Aber besser, als irgendwo obdachlos. Aber nichtsdestotrotz, ja. Also ich halte es gern so mit dem Lichtenberg, mit dem Philosophen, der mal so einen guten Satz geprägt hat, dass er gesagt hat, es ist nicht so gut mit Geld, wie es schlecht ist ohne Geld. Okay. Also wenn du zu wenig hast oder kein Geld, dann dreht sich alles in deinem Kopf permanent nur um Geld. Wie kann ich meine Rechnungen bezahlen? Wie überstehe ich das Monat und so weiter bis zur nächsten Auszahlung? Wenn du aber einmal einen gewissen Grundlevel hast, sage ich, also ob du jetzt 15, 30 oder 50.000 im Monat zur Verfügung hast zum Ausgeben, ich glaube, das macht immer so einen riesen Unterschied. Ich glaube, so um die 70.000 war, glaube ich, die Grenze im Jahr, wo dann die Stufe des Erfülltseins nicht mehr zunimmt, des Glücks. Ja, also man kann sich natürlich auch dann gewöhnen, jetzt, ich habe das auch schon alles hinter mir, ja, geh nochmal in dein Beispiel rein, wo du deine Gärten da gemacht hast, warum du dich dann auch verabschiedet hast, zum Beispiel. Also bei den Wintergärten, da war es so, das war damals Anfang der 90er, ich habe 92 die Firma gegründet, war das ein super Markt. Man muss ja auch immer so ein bisschen politische Entwicklungen. Also wir sprechen von Luxus-Wintergärten. Luxus-Wintergärten, richtig. Ja.
man muss politische Entwicklungen, glaube ich, auch immer im Kopf behalten und demografische, wenn man Business-Entscheidungen trifft. Ja. Und das Zweite, also ich bin sehr inspiriert worden durch Geschäftsreisen und durch private Interessen auch meine Geschäfte zu gründen. Aber bleiben wir beim Beispiel Wintergarten. Es war bei mir so, ich war erfolgreicher Verkaufsleiter damals in dem besagten Großkonzern, habe schon gut verdient, habe ein schönes Häuschen am Stadtrand gehabt. Und, in Wien? Am Stadtrand von Wien, genau. Mhm. Und es war gerade so die Zeit, also wann hat es begonnen mit den Wintergärten? Ursprünglich viktorianische Zeit. Da hat also jeder vom Adel oder jeder, der ein bisschen Geld hatte, sich seine Orangenbäumchen und seine tropischen Pflanzen, die teilweise aus den Kolonien kamen, also speziell die Briten und die Franzosen, haben halt die da überwintert in ihren Orangerien. Und dann kam halt irgendwann Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg und nachher in der Aufbauphase war kein Geld da, da hat man also sehr spartanisch, sehr einfach gebaut, so dass man halt leben konnte irgendwie. Klar. Dach über den Kopf. Ja. Und dann gab es halt gewisse Tendenzen, also so in den 70er Jahren war ja so die Zeit der sexuellen Revolution und so weiter, da kam eben gerade die Pille raus und jeder hat gedacht, okay, super, Kommunenleben und was weiß ich alles, ja, Hippie-Welle und Friede, Liebe, jeder liebt jeden und so weiter. Und dann kam halt so schön langsam dann in den 80ern, wahrscheinlich auch mit Aids und so weiter, ein gewisses Umdenken bei den Menschen. Und plötzlich war es wieder hip, Familie zu haben, es war wieder in eigentlich zu Hause Wochenende zu verbringen, jetzt nicht immer auf irgendwelchen großen Festen oder Partys, sondern die Leute zu sich nach Hause einzuladen, den eigenen Swimmingpool, die eigene Sauna. Und in diesem Trend hat das natürlich mit dem Wintergarten sehr gut reingepasst, weil wenn einer Geld hat und der hat seine Sauna und der hat seinen Swimmingpool, dann irgendwann, was kommt jetzt noch im Wintergarten? Ne? Ja, klar. Und damals haben die durchschnittlichen Wintergärten, ich kann mich noch genau erinnern, als ich begonnen habe zu recherchieren am Markt, 15.000 bis 20.000 D-Mark gekostet für so ein Einfamilienhaus. Und also so 7.000 bis 10.000 Euro heute, ja? Genau, genau. Und ich war dann geschäftlich in London unterwegs und ich habe irgendwie den englischen Lifestyle, also nicht nur englische Sportwegen, sondern auch in vielerlei Hinsicht bewundert, weil die ganze Gartengestaltung zum Beispiel, das machen die super schön, die Engländer, ja, Briten. Und dann habe ich mir eine Zeitschrift, das war so eine Wohnzeitschrift, gekauft am Flughafen in London, habe dann so ein bisschen geschmökert und sehe ich plötzlich so eine englische Wintergartenfirma, so einen Artikel, die halb Hollywood beliefern und die also eigentlich nur eine Auslandsvertretung hat, das war eben in der Nähe von L.A. Mhm. und in Europa noch eine zweite in Paris. Und dann haben wir gedacht, mit denen musst du mal Kontakt aufnehmen. Damals gab es aber noch kein Internet, das heißt, das Recherchieren war viel mühsamer. Das ist und jetzt 90er Jahre, oder? 1992 war das, genau. Und dann habe ich endlich einen Termin bekommen bei dem Geschäftsführer, bin eigentlich rübergeflogen, um mit dem zu sprechen, ob er mir so einen schönen Wintergarten, noch gar nicht wusste, was die Dinger kosten, liefern würde für mein Haus. Und er hat dann gesagt, naja, prinzipiell schon. Und ich habe nach Referenzen gefragt, sage, gibt es irgendwo was in Deutschland oder Österreich, Schweiz? Sagt er, nein, es gibt viele Anfragen, aber wir haben noch nichts geliefert. Was heißt viele Anfragen? Und dann ruft er seine Miss Moneypenny da von neben Zimmer und die kommt mit seinem Ordner, also richtig Papierform damals noch, ja, klar, auf und da waren lauter so Abriss-Coupons aus diesen Illustrierten, wo die Leute halt händisch ihren Namen eingetragen haben und das hingeschickt haben mit Postkarten. Und ich habe so während des Gesprächs langsam mal den Ordner auf meine Seite wandern lassen, habe so geblättert. Ich habe gesagt, pass auf, ich mache Ihnen jetzt einen Vorschlag. Ich bin ja Vertriebsleiter in einem großen Konzern, also ich kann verkaufen. Ich mache Ihnen eine Marktforschung. Österreich, Schweiz, angrenzendes Osteuropa. Aber ich hätte gern optional vereinbart, dass wenn ich in 2 Monaten wiederkomme und es gefällt Ihnen, was ich Ihnen da präsentiere, dann hätte ich gern die Vertretung. Und so hat es dann auch begonnen. Ich habe dann also zuerst nur die Vertretung zum Verkaufen bekommen. Ein bisschen später war dann die Gesamtvertretung für gewisse Regionen und ja, also ein paar Jahre später, 2, 3 Jahre später hatte ich dann meine LKWs halt rumfahren und eine Lagerhalle und Büro mit Mitarbeitern und all was dazu gehört. Also es war schon ein recht spannender Prozess und habe dann aber parallel auch noch von einem Geschäftspartner aus dem Chemiebereich die Chance bekommen, bei ihm in der Firma mit einzusteigen. Habe dem seinen Umsatz faktisch gepusht, das war also mein erster Beratungsauftrag, wenn man so will, und er hat damals gesagt, pass auf, die Firma war am Anfang noch ganz klein, habe begonnen mit 4 Mitarbeitern, als ich es verkauft habe. Nachher haben insgesamt zwischen, je nachdem, ob man es jetzt direkt oder indirekt sieht, zwischen 50 und 100 Leute in 8 Ländern halt für mich gearbeitet. Und okay, ja. Jahre, ja.
Und naja, damals war halt der Deal mit ihm, dass er gesagt hat, okay, pass auf, kannst du mir meinen Umsatz verdoppeln, binnen eines Jahres, dann kriegst du ein Viertel von der Firma. Und daraus habe ich dann ein Geschäftsmodell gebaut, das ich heute teilweise in meiner Firmenberatungsfirma noch immer ähnlich praktiziere. Also seit, kann man jetzt sagen, über 20, 25 Jahre. Wow, wow. Und du hast dich aber dann mit der Zeit aus diesem wieder rausgeschält. Das war ja dann die Geschichte mit dem Live-Design. Also ich bin dann, das war jetzt 12 Jahre her, habe ich dann so ein Gefühl gehabt im Leben, privat lief es auch gerade nicht so mit meiner damaligen Beziehung. Und geschäftlich hatte ich irgendwie das Gefühl, ich habe vieles erreicht finanziell. Und das ist so das typische Beispiel für mich, dass finanziell nicht alles ist. Ja. Aber ich habe es erstens mal auf einem Weg erreicht, der mir damals nicht gefallen hat. Es war eine große Abhängigkeit da von Banken, von Lieferanten, von, und es gab ein paar Situationen, die mir das genau gezeigt haben, auch, dass das alles sehr auf wackeligen Füßen steht. Und das Zweite war in einem Bereich, den ich nicht geliebt habe. Oh, ja. Ich habe gesagt, wenn ich nochmal neu anfangen könnte, was würde ich denn gerne machen? Und ich bin dann drauf gekommen, dass ich eigentlich mein Leben bis zu dem Zeitpunkt damals nie geplant hatte so richtig, sondern immer nur die nächsten Schritte. Und das Einzige, was ich wirklich wollte, war reich werden. Und das hat auch funktioniert bis zu einem gewissen Grad. Also was man heute so als agiles Management vielleicht bezeichnen würde, das so aus der Situation heraus versuchen, den richtigen Weg mit einem weiter hinterstehenden Ziel zu finden. Das ist ja heute was als agiles Management oder als agiles Projektmanagement bezeichnet wird. Ja? Richtig, aber es war trotzdem nicht so diese Befriedigung da, weil ich nicht das gemacht habe, was ich geliebt habe. Und dann habe ich mal gesagt, ich nehme mal Auszeit, bin dann, eine Woche war geplant, es waren 9 Tage, habe ich alle meine Freunde und so weiter informiert. Ist den Jakobsweg gegangen? Nee. Nicht, aber ähnlich. Also, ich habe mich in ein sehr stilles Hotel zurückgezogen an der tschechischen Grenze. Von Willy Dungl war das damals. Also Willy Dungl war von Niki Lauda damals in seiner aktiven Rennfahrerzeit. Die Marke gibt es heute immer noch. Ja, ja, das ist eine große Wellness-Marke. Ja, er hat damals, der Dungl, da war es relativ ruhig dort. Also da konnte man außer Laufen und Sauna gehen nicht viel machen. Und da habe ich mir gedacht, ich suche diese Ruhe, Handy ausschalten, Computer mal abdrehen, keine Mails checken und suche für mich einmal, versuche herauszufinden, was würde ich denn gerne alles in meinem Leben noch machen. Ich habe dann so eine 100-Punkte-Liste, so eine Löffel-Liste. Ich weiß nicht, Bucket-List, ja. Das Beste kommt zum Schluss, richtig? Yeah, yeah. Da ist die Morgan Freeman, Jack Nicholson Film, ja. Genau, das ist ja. Wenn ich denn nur noch so und so viele Tage zu leben habe, was würde ich denn unbedingt noch erleben wollen? Genau. Und das war mal der erste Schritt, dass da Sachen drinnen waren, die überhaupt nicht zusammengepasst haben. Ich sage jetzt mal, ein Buch schreiben. Ich habe das letzte Mal, also Buch habe ich überhaupt noch nie geschrieben gehabt. Ich habe mit 16 damals mal so einen Schülerwettbewerb gewonnen, wo es darum ging, halt einen Artikel zu schreiben. Jetzt außer Geschäftsberichte nachher nie wieder was geschrieben. Oh ja. Dann war plötzlich dieser Wunsch, da ein Buch zu schreiben. Ich wusste zwar gar nicht, zu welchem Thema, aber ist egal. Menschen zu motivieren, Menschen zu helfen, eine Stiftung für Kinder ins Leben zu rufen, im Immobilienbereich großer Business aufziehen. Eine Akademie zu gründen, wo Menschen alles lernen, was man in der Schule nicht lernt. Irgendwas mit Fernsehen machen, irgendwas mit Kino machen. Also es ist ganz unterschiedliche Sachen, die überhaupt keinen Sinn ergeben haben. Und Steve Jobs hat ja schon gesagt, am Ende wirst du Connecting the Dots verstehen, wofür die Sachen gut waren. Es wird sich ineinander fügen irgendwie. Ja, ja, und das war damals also für mich nicht noch klar. Ja. Ich habe auch gemerkt, such is life, mein Lieber. Ja, wirklich. Ich habe auch mich erinnert dann, was hast du in der Jugend gern getan und was hast du eigentlich schon ewig nicht gemacht? Bin ich drauf gekommen, ich habe in einer Theatergruppe gespielt. Das hat mir unheimlich Spaß gemacht. Ich habe das erlebt. Ja. Und mit Theater hatte ich gar nichts mehr im Mund. Ja. Außer das Bühne im Kleinen, also wenn so irgendwelche Europatagungen waren, wo alle anderen dann irgendwie nervös waren. Die dann so? Sprechen mussten vor anderen. Also nicht, dass ich jetzt nicht nervös war, aber ich war trotzdem nach positiv motiviert. Sekunden voll drinnen und habe da irgendwie den Entertainer gespielt. Und dann ist mir eingefallen, ich habe eigentlich schon in der Schule, also ich konnte zwar nicht singen, aber ich habe für die Klassen, die 3-4 Jahre älter waren, zum Beispiel das Jugendsingen moderiert. Ja? Also habe ich schon den Gottschalk gemacht. Und irgendwie haben wir dich überraschen, das war nicht der Gottschalk, aber ja. Na, also, so sind halt so plötzlich Sachen irgendwie klarer geworden, dass ich das, was ich jetzt mache, mit meinen eigentlichen Fähigkeiten, den Sachen, was ich gern mache, den Sachen, die ich, glaube ich, ganz gut kann, sehr wenig zu tun habe, außer Verhandeln konnte ich halt vielleicht verwenden,
Netzwerken konnte ich verwenden, klar, das kannst du in jedem Business brauchen. Reden im Sinne von ja, dich und deine Ideen verkaufen. Und letztlich müssen wir uns ja immer irgendwie verkaufen. Aber sonst. So die Meta-Fähigkeiten sozusagen. Habe ich es nicht wirklich gelebt, ja, was ich dann mache. Naja, und dann war so die Erkenntnis da, wenn du das, was auf der Liste stehst, alles machen willst in deinem Leben, dann darfst du erstens nicht so wie jetzt 60 Stunden im Büro verbringen. Also das war damals so mein 27 Flugtickets in 6 Wochen war der Rekord, glaube ich. Da habe ich gesagt, es muss sich was ändern. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, wie komme ich aus der Nummer raus? Ja? Ich war jetzt nicht nur eine Firma in einem Land, sondern in mehreren. Und dann habe ich 3 Jahre vorher habe ich ein Angebot gekriegt von einem großen Mitbewerber, also von einem Konzern auch, meinen Laden zu kaufen. Dann habe ich gedacht, na gut, versuchst du es halt nochmal. Damals habe ich es abgelehnt, habe ich gesagt, wie von mir eine Leiche so auf dem Motto. Das ist natürlich auch ein interessanter Aspekt, wenn man dann kommt und sagt, ich würde es jetzt verkaufen. Ne? Dann sind die anderen natürlich vom ersten Moment offen und aufgeschlossen. Und, also es hat dann schon noch 1,5 Jahre gedauert, bis es wirklich geklappt hat. Und ich habe letztlich aber doch ganz gut hinbekommen und habe damit eigentlich die Basis für Neues gegründet und dann aber mir gesagt, so, jetzt will ich es wirklich schaffen, jetzt will ich es ohne Banken schaffen, jetzt will ich es, also außer man macht jetzt irgendwelche großen Immobiliengeschäfte, wo man halt, aber selbst da habe ich einige dann ohne Banken geschafft, aber ich wollte diese Abhängigkeit nicht mehr haben, ja, und auch nicht mehr privat für alles haften und diese ganzen Geschichten, die halt fast alle Unternehmer, die ich auch heute berate, als Hauptnachteil des Unternehmerseins ansehen. Die, ja, das ist das. Der hat ja hohe Risiko und in guten Zeiten kommt dann halt dein Banker und sagt, naja, unterschreib nochmal da und da und da und da. Und irgendwann wissen die Leute gar nicht mehr, was sie unterschrieben haben an Wechseln und an irgendwelchen Haftungen. Und dann war also noch keine klare Strategie da und es war auch noch keine Klarheit da, was das Ziel betrifft. Aber ich muss sagen, es waren schon erste Ideen da. Und die letzten Jahre ist es halt dann immer klarer und klarer geworden. Ich habe dann noch den Zwischenschritt gehabt, dass ich ein paar Jahre viel im Sanierungsbusiness unterwegs war. Das heißt, ich habe Firmen gekauft, die in wirtschaftlichen Problemen waren, habe die dann wieder nach oben gepusht und dann wieder verkauft. Und da bin ich aber so das erste Mal in das Coaching hineingewachsen. Und wann ist es dann in Richtung Training und wann hast du deine ersten Vorträge gehalten als Speaker? Ja, also Training, die Sachen gehen ja ein bisschen ineinander über. Ich sage jetzt die Firmenberatung, das Coaching, das Training. Also das erste Mal. Ja, aber es ist schon ein Unterschied, ob ich mit einem Geschäftsführer arbeite oder ob ich vor 1000 Leuten spreche. Also das erste, wo ich mal gemerkt habe, dass ich ganz gut im Motivieren bin, das war der Punkt, wo ich halt von Kunden das Feedback bekommen habe, die dann gesagt haben, du, ich war so down, als wir angefangen haben zum Arbeiten und jetzt geht es mir wieder besser. Ich habe es teilweise auch gesehen bei den Leuten, wenn du in so ein Sanierungsunternehmen reinkommst, sind am Anfang alle manisch-depressiv. Ja, das fängt beim Geschäftsführer an. Ja, irgendwo inhärent, systeminhärent, ja. Klar, die Mitarbeiter haben Angst, dass gekündigt werden. Die Guten sind eh schon teilweise weg. Die weniger Guten oder die extrem Treuen und Loyalen sind halt noch da. Aber die haben Angst. Die Lieferanten und Banken haben Angst, dass sie Geld verlieren. Die Kunden haben Angst, dass ihre Lieferanten verlieren. Also es ist durchaus eine Situation, wo man mal alle in den Ruhestatus bringen muss und eine gewisse Ruhe auch ausstrahlen muss. Mhm. Und das ist dann ganz, ganz gut gelungen. Und dann habe ich die ersten Male halt von Kunden Feedback bekommen, so nach dem Motto, naja, du machst das schon gut mit den Firmen, aber hast du eigentlich drüber mal nachgedacht, menschlich hat mir das wahnsinnig viel gebracht, mit dir zu arbeiten, daraus mehr zu machen. Und ja, so ist das dann halt sukzessive mehr geworden. Und ich habe dann immer mehr halt über diesen Punkt nachgedacht. Und 2008 habe ich dann das erste Mal begonnen, ein Buchmanuskript zu schreiben. Das habe ich allerdings dann nachher nochmal weggeschmissen. Hast du in der Zeit schon was gelesen gehabt in Richtung Persönlichkeitsentwicklung? Also ja, ich habe ja seit meinem... So im deutschen Sprachraum vielleicht Birkenbiel und ja, Co., ja? Seit dem 20. Lebensjahr habe ich sehr, sehr viele Seminare besucht, immer. Okay. Auch viel in Amerika, auch viel in Asien. Und aber auch im deutschen Sprachraum. Ja, klar, Birkenbiel war damals ja die... Das war die Koryphäe, ja. Das wahrscheinlich verändert hat ursprünglich, ja. Naja, und da war schon der Wunsch da, irgendwie in der Richtung mich weiterzuentwickeln. Ich habe dann mir letztens einmal ausgerechnet, ich habe über 250.000, also über 260.000 Euro in meinem Leben für Seminare etc. ausgegeben und Coachings. Wäre allerdings, glaube ich, auch nicht da, wo ich heute bin, wenn ich es nicht getan hätte. Es hat sich eindeutig ausgezahlt in Millionen. Ja, und ich habe mir dann gedacht, warum nicht ein bisschen
die Leidenschaft zum Beruf machen. Und das ist ja die Botschaft, die ich auch heute zu den Seminarbesuchern von mir, eine der wichtigsten, dass ich sage, die meisten gehen auf Seminare, um ihren eh schon schnellen Sportwagen, sagen wir jetzt Ferrari oder Aston Martin, ist wurscht, der eh schon 550 zu tunen auf 650. Ja? Ja. Und dann arbeiten sie an irgendwelchen Techniken, um noch bessere Verkäufer oder noch besser zu reden oder noch besser halt irgendwas zu machen, was eh schon nicht schlecht machen. Ja. Aber sind dann mit dem Ding noch immer, so wie bei mir mit der Chemie damals, auf der falschen Straße unterwegs. Ja. Und für mich ist das so immer diese Metapher, du brauchst dann mit 220, mit deinem schnellen, kleinen, roten, flachen Richtung Hamburg, fährst dann Blinker raus, letzten Parkplatz vor Hamburg und sagst dann zu deinem Schatz, na Schatz, schön, jetzt haben wir nur mehr 10 Kilometer, jetzt sind wir gleich da. Und Schatz sagt aber dann, was machen wir eigentlich in Hamburg? Warum sind wir nicht jetzt in Rom um diese Jahreszeit? Das ist viel schöner als früher. Ne? Und das geht vielen, glaube ich, auf der Straße. Kann dann sehr regnerisch sein dort, ja. Ja, also nichts jetzt gegen Hamburg, alle Hamburger. Nein, ist eine Metapher. Wunderschöne Stadt. Aber es geht, glaube ich, darum, dass die meisten halt wirklich höher, schneller, weiter in ihrem Hamsterrad laufen und noch schneller auf dieser Karriereleiter klettern. Und häufig heute umfallen, was man dann entweder durch, gerade ein Freund von mir vor kurzem, ganz schlimm, gerade 50, Herzinfarkt, tot. Mhm. Tot. Ja, klar. Und dann fragt man sich, wofür, ne? Also das, ja. Ich sage nur, also es kann schnell gehen, es muss ja nicht gleich dahin laufen, aber ich sag, und was ist jetzt dein Zugang? Was, damit man da noch ein bisschen. Also um den Satz nur die ersten Schritte. Ja, genau. Und dann die ersten Schritte, die wir jetzt dann daheim für uns auch nutzen können, ja, weil es ist unglaublich deine Geschichte, ganz toll, also wie du das gemeistert hast. Aber was können wir dann aktiv mitnehmen? Ja? Der erste Schritt ist wirklich, schau, auf welcher Leiter du kletterst. Ja? Ja. Gefällt dir das? Die Leiter lehnt an einer Mauer und die Frage ist, das, was hinter der Mauer ist, ist das überhaupt dein Ding? Oder guckst du dann mit 50, 55 drauf, du bist auf der falschen Leiter geklettert. Ja? Ja. Also egal, welche der beiden Metaphern im Kopf hängen bleibt, sei es die Leiter oder sei es die Straße, aber schau, dass du auf der richtigen Straße fährst und du nicht nur tunen und an Techniken arbeiten. Das ist einmal so die Kernbotschaft. Und bei jedem meiner Seminare, egal ob es ein Geld- oder ein Glücksseminar ist, Lizenz zum Glück, Lizenz zum Geld verdienen, oder Lizenz zum Reichwerden heißt es jetzt, weil das Buch so heißt, hat der Verlag entschieden. Aber okay, da reden wir das nächste Mal drüber. Ja, da können Sie sich daheim drauf freuen, das wird spannend. Die Marketing-Leute, ja klar. Ja. Und dann haben wir halt den Seminartitel auch angepasst. Aber reich werden eben, wie gesagt, auch nicht nur im Geldbereich. Ja, reich werden heißt... Reichtum ist völlig größer. Ein reiches Leben zu führen, richtig. Ja. An Erfahrungen, an Freunden, an Orten. Lebst du an dem Ort, wo du leben willst, sage ich immer zu den Leuten. Ja? Lebst du das Leben, das du leben willst, oder lebst du das Leben, was deine Eltern gern gelebt hätten? Dreh dir mal um, bitte. Lebst du an dem Ort, oder bist du an dem Ort, an dem jetzt du schon, jetzt sein willst? Jetzt schon, ja. Ja. Lieber aber das ist so ein Punkt, du, ja? Österreich ist sehr schön. Also ich möchte nichts gegen Österreich sagen. Ich fliege auch beruflich bedingt jetzt, weil ich wieder nach Wien muss, fliege ich auch morgen wieder für ein paar Tage nach Wien. Also ich bin ja, Wien wir werden uns auch früher oder später in Tirol mal ein bisschen umtun, wir zwei. Gerne. Ja. Also ich lebe schon an den Orten, wo ich gern lebe heute. Ja, ja, das verstehe auch nicht nur an einem. Also ich sage immer, mich stört es auch nicht. Manche Leute wollen nur an einem Ort, aber mich stört es auch nicht an zwei Orten. Oder kann auch jeder für sich entscheiden, wenn sich jemand gerne wo einmummeln möchte und da glücklich ist. Ja. No question about it. Richtig. Aber der Punkt, der nächste ist halt wirklich auch zu schauen, was sind deine Talente, deine Fähigkeiten. Ich glaube, dass der liebe Gott oder sag Kraft, sag Universum, dass jeder von uns ein Kuvert mitbekommen hat auf diese Welt. Und da steht das ist langsamer. Das ist so wichtig. Ein Kuvert hat jeder mitbekommen. Sagst. Ein Kuvert. Aha. Und in dem Kuvert, da sind halt deine persönlichen Talente, deine Fähigkeiten. Da ist deine persönliche Lebensgeschichte, also deine Story, die nur du so hast, die hat kein anderer exakt so. Ja? Ja. Und wenn ich da jetzt was draus mache, und ich glaube, dass viele irgendwann nach 70, 80, vielleicht über 100 Jahren, wenn es UPS, das heißt 107 Jahren, da oben ankommen, und dann heißt natürlich die Frage, naja, was hast du aus deinem Kuvert gemacht? Ja? Und die Frage ist, was werden wir dann sagen? Wenn wir dann nachdenken und sagen, Kuvert, das liegt ja noch im Kinderzimmer. Oder, ich meine, der UPS ist das, der ist mit 105 noch auf der Bühne gestanden, der hat gewusst, was er macht. Ja? Also das war seine Leidenschaft, die Bühne. Und die Frage und ist, ich singe weiter. Ja? Genau. Und wie auf der Bühne gestanden habe. Seine 100 Zähne, wie alt ist der Boden? Über 107?
107 mit 102, kann ich mich erinnern, da ist er irgendwann einmal über die Kellerstiege gestolpert und hat sich ein paar Rippen gebrochen, da hat jeder schon geglaubt, jetzt ist es vorbei. Ja, und dann war er ja blind und ist ins Fitnessstudio weiterhin gegangen. Ja, das war Wahnsinn, ganz faszinierend, ne? Ja. Also schon, und eine tolle Frau, glaube ich, auch dann, ja. Ja, ja. Ja, und das ist halt die Frage, ja, ob wir dann guten Gewissens auch sagen können, ja, wir haben was gemacht aus unseren Fähigkeiten, Talenten. Also wir haben die Samen, die wir da mitbekommen haben, auch eingepflanzt, gegossen, entfalten lassen. Oder haben halt irgendeinen Job gemacht, der uns eigentlich... Und dadurch andere auch mit angesteckt und mit beflügelt sozusagen. Ja, und die Botschaft ist an jeden, der jetzt zuhört, ja, Leute, wir sind nicht dafür gemacht, von einem Wochenende zum nächsten zu leben, ja, und die Arbeit als Qual zu empfinden. Arbeit ist was Schönes, wenn wir das machen, was wir gerne machen. Also ich merke es teilweise gar nicht. Ja. Ich muss manchmal aufpassen, ist jetzt ein Wochentag oder gerade hier in Spanien, da haben wir am Sonntag hier in diesem, hier in dem Yachthafen, wo ich bin, haben wir am Sonntag alle Shops offen. Ja. Du kannst bis um Mitternacht shoppen gehen. Da kriegst du gar nicht mit, wann ist Sonntag und wann ist. Und ich arbeite manchmal wirklich gern am Sonntag. Ich gehe aber auch manchmal an einem, unter Anführungszeichen, Arbeitstag mal 2 Stunden am Strand, wenn ich Lust habe. Ja, wunderbar. Das, ich glaube, jeder von uns hätte diese Möglichkeit. Manche trauen sich es nur noch nicht zu. Und ich kann halt nur aus der eigenen Erfahrung sagen, werde der Designer deines Lebens. Ja. Viele spielen so eine Nebenrolle in den Filmen der anderen. Ja. Ich vergleiche das gerne also so mit so einem Kinofilm. Es gibt eben die Möglichkeit, du bist in einem großen Kinofilm drinnen, die Hauptrolle, in so einem richtigen Monumentalfilm. Ja. Oder du spielst irgendwo so eine Nebenrolle in einer Seifenoper. Oder die Metapher der Matrix verwenden da viele auch gerne. Ja. Auch, ja. Du bist so in dieser Matrix drinnen, irgendwelche bestimmte Vorgaben sind da und du spielst nur diese Rolle oder entscheidest du dich für die blaue Pille und kommst ja drauf. Richtig, ich auch. Vielleicht bin ja ich der, der dieses Drehbuch schreiben und verändern könnte. Ja, und das ist diese... Du möchtest Morpheus sein. Die wichtige Botschaft, ja, also wenn du sagst, eine wichtige Botschaft, ja, die ich heute vielleicht mitgeben will, bevor wir auch gern ein andermal in die Tiefe gehen, aber ist wirklich... Sehr gerne. Schau mal zurück, schau dir dein Leben an und schau ganz ehrlich, stell dir die Frage, bin ich der Designer meines Lebens oder passiert mir gerade das Leben irgendwie aufgrund irgendwelcher Umstände? Lebe ich vielleicht das Leben meiner Eltern oder meiner Onkel, Tanten, Großeltern, wer immer mich beeinflusst hat? Ja. Lebe ich meine eigenen Überzeugungen und Glaubenssätze oder lebe ich die Werte und Glaubenssätze irgendwelcher Leute, die mich erzogen haben? Ja, auch das ist ein wichtiger Punkt. Erzogen, allein das Wort heißt ja schon, ne? Ja, ja, auch so eine schlimme Geschichte. Ne? Und, aber die Schuldiskussion fangen wir jetzt gar nicht an. Naja, fangen wir gar nicht an. Ich sage immer, alle wichtigen Sachen. Na, ich schule. Das hat da Albert Einstein übrigens gesagt, gell? Alle wichtigen Sachen im Leben habe ich außerhalb der Schule gelernt. Ja, richtig, ja. Deswegen habe ich auch diese Best of Best Akademie gegründet, weil ich mir gedacht habe, okay, die wichtigen Sachen für Unternehmer lernst du zum Beispiel auch nicht in der Schule oder auch die wichtigen Sachen. Nein, in der Schule sowieso nicht. Also deine Lebensmission finden. Fangen wir schon an, ich habe ja 2 Weiterbildungsakademien. Das eine ist die Life Design Akademie, da geht es um die Lebensthemen, also finde Lebensmission, werde selber zur Marke, aber erst dann zur Marke, wenn du weißt, ich mache das Ding, was ich liebe. Ja. Mhm. Und das andere ist halt die Unternehmer Ausbildung sozusagen, wo du halt lernst, wie baue ich mir Geldmaschinen, wie schaffe ich es, dass ich nicht nur in der Firma, sondern auch an der Firma arbeite. Wie kann Michael Gerber. Klar. Ich war vor 2 Jahren, habe ich die Gelegenheit gehabt, mit dem Richard Branson auf der Bühne zu sein. Das heißt, ich durfte die Vorband für ihn spielen, die Lady Gaga sozusagen. Und da habe ich nachher dann gesagt zu ihm, Richard, wie macht man das eigentlich? Wie schafft man das, dass man 400 Firmen hat? Und dann sagt er zu mir so einen guten Satz, sagt der Paul, wie schafft man es denn, dass man 7, 8 oder 9 Firmen, ich habe gehört, du hast ja auch ein paar, sage ich, naja, du hast ein Projekt, also entweder ein Startup oder eine Sanierung und dann konzentriere ich mich natürlich voll drauf und dann schaue ich, dass es eine selbst in sich funktionierende Sache wird. Das heißt, ich schaue, dass ich Abläufe automatisiere und optimiere, ich schaue, dass ich mir gute Leute reinhole, die besten, die ich kriegen kann, dann gebe ich denen Verantwortung und irgendwann ziehe ich mich sukzessive zurück und wenn es dann auch noch läuft, dann habe ich es richtig gemacht. Und dann bist du Anteilseigner weiterhin, oder? Ja, teilweise zu 100%, teilweise habe ich dann auch die Geschäftsführer mitbeteiligt oder also verschiedene Situationen. Ich habe 2 Firmen zum Beispiel, die ich mit einem Jugendfreund von mir gemeinsam habe, da ist es 50-50, aber bei den meisten Sachen habe ich schon noch irgendwas zwischen 80 und 100%. Schon. Aber
ich glaube ganz einfach, dass halt Leute, wenn die auch beteiligt sind, auch motivierter sind, als wenn sie jetzt nur angestellt sind. Ja, klar. Wie gesagt, das Geld von anderen ausgeben ist immer leichter, als jetzt selbst auch sich überlegen, wie kann man es vermehren. Mhm. Naja, und die Botschaft ist eben, werde der Designer deines Lebens, schreib dein Drehbuch neu. Ich meine, es ist ja auch nie zu spät. Du kannst ja jede Minute deines Lebens entscheiden, in eine neue Richtung zu gehen. Gib uns da noch eine aktive, tatsächliche Übung mit. Und ja, in den eigentlichen Part, nämlich das, wenn wir denn dann schon wissen, was denn das sein würde, wie wir uns dann positionieren können und wie wir dann die Lizenz zum Reichwerden erwerben können oder uns erarbeiten können, da gehen wir dann das nächste Mal drauf ein. Aber gerne den einen oder anderen Hinweis noch heute dazu. Wenn du ein Ding gerade machst, geschäftlich, als Selbstständiger beispielsweise, und du merkst, so wie bei mir, das ist nicht das, was du... Oder noch vor der Selbstständigkeit. Ja, aber wenn du selbstständig bist, das ist ja bei vielen dann auch, dann sagen die, ich habe jetzt schon Mitarbeiter und das und das und das, dann komme ich auf der Nummer wieder raus. Naja, eine Firma kann man auch verkaufen. Man kann mit dem Verkauf einer Firma meistens viel mehr Geld verdienen, als wenn man sie aktiv weiter betreibt, zum Beispiel mit, würde ich sagen, 90% der Fälle. Wenn es aber deine Herzensangelegenheit ist, was du machst, dann ist es ja gut, dann ist es schön, dann schau nur, dass du es ein bisschen automatisierst und mach's weiter. Aber ich glaube, ganz wenige Prozent von Menschen leben halt schon ihr Ding, was sie wirklich lieben. Ja. Also, Empfehlung Nummer 1, finde raus, ist es dein Ding oder ist es nur eine Geldmaschine? Dann mach eine Geldmaschine draus. Entweder die ohne dir funktioniert, also dann such dir halt einen Geschäftsführer oder sonst was, oder du verkaufst das Ding und hast dann einen freien Kopf, freie Zeit, was auch immer. So, zweite Geschichte, denk nach. Was hast du denn in der Jugend gerne gemacht? Was waren deine Sachen, wo andere gesagt haben, du bist besonders gut darin? Oder wo du selber rausgefunden hast, ich mache das besser als andere. Oder ich mache es auch wahnsinnig gern. Was sind denn die Sachen, wo du stundenlang reden kannst, wenn dein Herz übergeht und du sitzt mit Freunden zusammen? Worüber kannst du stundenlang reden? Worüber könntest du sofort ohne Nachdenken ein Buch schreiben? Das sind Leidenschaften. Ja? Das sind die Fragen, die du dir stellen musst. Und wenn du heute noch kein Geld damit verdienst, dann frag dich, warum? Weil wenn das deine Leidenschaft ist, warum sollst du das nicht gut genug machen, um damit Geld zu verdienen? Dann brauchst du vielleicht einen Mentor oder einen Coach, der dich ein bisschen an der Hand nimmt und so wie es ich auch immer hatte, gute Leute, die dir halt zeigen, wie es geht. Ich sage immer, das ist der Sinn meiner Plattform im Übrigen. Ja. Lernen in der Zukunft. Für die, die entweder ihren Weg noch nicht gefunden haben oder sich vielleicht den Coach noch nicht leisten können wollen, dass sie bei mir die besten Coaches und Trainer kennenlernen auch, ja? Und von denen auch schon die ersten Hinweise und Tipps kriegen können. Ich habe, muss ich zu meiner Schande gestehen, bis vor 12, 13 Jahren nicht kochen können. Ich wusste nicht einmal zu Hause damals, wo der Salzstreuer steht. Also ich tue es ein bisschen übertreiben. Oh, ja, klar, ja. Aber es war wirklich so, als ich dann plötzlich wieder Single war, ich wollte kochen lernen, habe ich gedacht, ich bin ja schon froh, wenn ich mal Würsteln wärmen kann. Ja? So, und dann habe ich mir gedacht, so richtig, ich war dann immer so in einer Herrenrunde, wir waren auf der Skihütte mal zu Silvester, kann mich noch ganz genau erinnern, und ich musste, der eine war Architekt, der andere war Arzt und so, und ich musste immer Zwiebel schneiden. Man dachte, ich kriege diese Idioten arbeiten, weil ich nicht kochen kann. Jo. Dann habe ich beschlossen für mich, ich will kochen lernen. Und was machst du, wenn du noch nie gekocht hast im Leben und du willst kochen lernen? Naja, das Erste, ich habe geschaut, wer ist ein guter Koch? Der mir irgendwie taugt vom Typ, kam ich sofort auf Jamie Oliver. Dann habe ich mir den seine ganzen Bücher gekauft, ich habe mir Videos von ihm gekauft, ich habe mir... Bei dir hätte ich mir gedacht, du buchst den. Naja, ich war dann in seinem Lokal in London und habe ihn dann auch persönlich kennengelernt, also ich habe ihn nicht einreisen lassen zu mir. Geil. Hast du ein Foto davon? Ich habe dann, glaube ich jetzt... Aber das hätte ich jetzt gern eingeblendet. Na, habe ich jetzt sicher nicht greifbar. Schade. Also ich habe möglicherweise vom Lokal von ihm, habe ich glaube ich gar keins. Ja, send mal, wenn du eins hast, würde mich freuen. Dann würde ich es jetzt einblenden. Nee, habe ich jetzt nicht hier. Also auf dem Rechner sicher nicht, weil da... Nee, das muss ja nicht jetzt sein. Das ja, okay, alles klar. Naja, und ich sage nur, also such dir ein Vorbild, such dir einen Mentor und wenn du ein Kochbuch hast, wo die Zutaten drinstehen, wo drinsteht die Garzeiten, wie man es schneiden muss, wie man es zusammenrührt, genau. Ne? Das wären zum Beispiel solche Kochbücher. Dankeschön, hast du jetzt schon gesagt. Aber stimmt, also du kannst eigentlich nichts falsch machen, wenn du es eins zu eins befolgst. Das habe ich immer gemacht bei Leuten, die ich mir zu Mentoren oder zu Coaches erwählt habe, dass ich auch versucht habe, wie kann man es modellieren. Meiner war im Übrigen Christian Henze. Christian, solltest du das jetzt hören, das ist ein damaliger Fernsehkoch gewesen. Mhm. Richtig lässiger Typ, das war der Privatkoch von, wie heißt der, hat dieser deutsche Playboy geheißen, dieser berühmte? Gunter Sachs. Genau, das war sein Leibkoch.
Und das ist so ein richtiger lässiger Typ, so ein cooler, sportlicher, hübscher Mann, also so wie ich ihn gern gesehen habe. Und ja, ja, und er hat richtig geil gekocht. Und dann dachte ich, oh, wenn er das macht, dann mache ich das jetzt auch. Und seitdem bin ich auch, von dem habe ich Zwiebelschneiden gelernt zum Beispiel. Na bitte. Also jetzt nur. Also nichts gegen Zwiebelschneiden, ja. Das ist super geil. Herr, lieber Herr Christian Henze, servus, grüß dich, ja. Das war, weiß ich nicht, wann war das? 2005, 2004, 2003, ja. Entschuldigung, mir ist jetzt nur der eingefallen, weil jetzt so, ja, wunderbar. In allen Lebensbereichen. Als ich angefangen habe mit der Firmensanierung, habe ich meinen alten Firmensanierer gesucht, der knapp vor dem Ruhestand war. Habe dem ein Projekt gemeinsam abgewickelt und dann wollte der eigentlich, hat er gesagt, schade, dass wir uns so spät kennenlernen. Wir hätten toll zusammengepasst. Sag ich, also nie zu spät. Ne? Ja, okay. Frau versprochen, weil er hat in Salzburg gelebt, habe meiner Frau versprochen, dass ich jetzt mehr zu Hause bin. Sag ich, ja, aber die ist das eh nicht gewohnt, dass sie jetzt 7 Tage in der Woche zu Hause sind. Das schaffen sie ja gar nicht, wenn sie jetzt so viel gearbeitet haben. Und ich habe dann ein sehr unmoralisches Angebot ihm gemacht. Ich habe ganz einfach ihm 26% einer neu gegründeten Firma angeboten, die ich schon gegründet hatte, mit der Absicht, damit diese Firmensanierungen zu machen. So Sperrminorität oder wie das heißt. Ich würde alles gerne lernen von ihm, was er je gelernt hat. Ich habe so einen zweiten Vertrag unten reingelegt, wo ich gesagt habe, wenn Sie wirklich in 3-4 Jahren rausgehen wollen, dann ist das der Betrag, den Sie kriegen von mir. Das ist schon hier, brauchen Sie dann nur mehr gegenzeichnen. Und der war dann so beeindruckt, dass ich so ein Vertrauen in ihn habe, dass er gesagt hat, naja, muss er eigentlich jetzt machen. Und ich habe innerhalb von ein paar Monaten den sein Wissen aus 40 Jahren Sanierungserfahrung, der hat ursprünglich bei Siemens damals angefangen gehabt, hat im Konzern saniert, hat dann sich selbstständig gemacht und so, habe ich innerhalb von ein paar Monaten eigentlich dann bekommen. So ähnlich war es dann nachher bei den Trainern, ich wollte unbedingt den Tony Robbins persönlich kennenlernen, hat auch jeder gesagt, an den kommst du gar nicht ran. Hat auch geklappt. Hat dann, also wäre jetzt auch ja, nicht unbedingt dagegen. Ja. Es gibt da so immer die Frage bei John Lee Dumas, einer meiner allerliebsten Podcaster, der fragt seine Gäste immer, was ist so dieser I've made it Moment, also wo man wirklich überreißt, jetzt habe ich es geschafft. Also jetzt habe ich es wirklich geschafft. Also das wäre bei mir zum Beispiel, wenn ich mit Tony Robbins so ein Gespräch, wie wir jetzt führen, besten noch vor Ort. Da würde ich sagen, okay, jetzt passt. Jetzt passt. Also das ist so erreicht, und man sagt, also den noch einen besseren Gast, wo ich den Leuten daheim was bieten kann, was wirklich Wert bietet, so in diesem Live-Coaching-Bereich. Tony Robbins. Ist schon cool, ja. Wobei, was gut sein kann, ist, dass ich seinen Burm bald habe. Okay. Also der J-Rack heißt er. Ja, ja. Der ist selber unterwegs, klingt wie der Tony in Jung, schaut also ähnlich aus, ist ein ganz lieber Typ und mit dem habe ich schon Kontakt. Also die Chance ist zumindest da. Wird schon. Ja, du, die Wünsche, die man hat, ich habe auch noch was Großes vor in der Richtung, aber da werden wir das eine oder andere Ziel daheim sowieso auch mitkriegen, einfach mitverfolgen, was der Paul da macht und bei mir werden sie davon erfahren, weil der Paul, den lasse ich nicht mehr außer Augen. Sehr gut. Ja, also das ist so die Botschaft, die ich heute noch vielleicht mitgeben werde zum Designer deines Lebens. Ja. Denk mal so drüber nach, ob da noch mehr geht, ob da noch Träume sind, Kindheitsträume, die ein bisschen versteckt wurden und die vielleicht überwuchert sind, aber die da drinnen noch sehr wohl existent sind, du dir vielleicht nur nicht zugetraut hast, sie... Ja, und manche Dinge wie Selbstwertschätzung, Selbstliebe, und das ist ja auch schon, wo viele scheitern, ja, das sind so die Themen, die da drunter liegen. Weil wenn man sich selber nicht als gut genug und als fähig genug ansieht, was, ich muss sagen, also ich würde sagen, 2/3 der Leute. Ja. 2/3 der Leute. Also es gibt welche, die haben ein überbordendes Selbstbewusstsein, die meinen, sie können jeden Bullshit selber. Aber es gibt sehr, sehr viele, die wirklich sagen, das kann der und der und der und der, weil der hat der und die Situation und diese Kontakte und diese Voraussetzungen und ich ja nicht. Ich habe damals vor, ja, also 9 Jahre, glaube ich, habe ich zum... Das sind so Beliefs, weißt du, so Programme. Absolut, das sind die Glaubenssätze, die man ja verändern kann. Ich selber habe auch nicht nur ein Beispiel jetzt von mir, dass ich es nicht... Du hast ja auch einen NLP-Hintergrund, muss man also nebenbei sagen. Du warst kürzlich beim Herrn Grinder. Ja, richtig. Ja. Einer der Mitbegründer des neurolinguistischen Programmierens, für die daheim, die es nicht wissen. Der hat auch den Toni übrigens ausgebildet damals. Stimmt, der ist glaube ich, der Patenonkel von J-Rack. Ja, das kann sein, ja. Also sind sehr eng miteinander, ja. Ist auch ein ganz cooler Typ, also der geht noch Bergklettern mit, ich glaube 73 ist er jetzt, also ganz, kann sein, ja. Wenn du so anschaust, kommst auf die, also ich hätte ihm vielleicht 54, 55 gegeben, also wäre nie auf die Idee gekommen, dass der schon 70 ist, also ganz, ganz toll.
Das war so eine Side-Note. Jetzt gehen wir zum ja, ja, aber den Toni habe ich damals Selbstliebe und unter anderem eigentlich gewinnen wollen. Ich hatte diese Akademie die im Kopf, wo ich gesagt habe, Akademie, wo man eigentlich alles lernt, was man in der Schule nicht lernt. Ja. Und ich wollte ihm das Ding eigentlich verkaufen, so in der Meinung, okay, vielleicht habe ich dann nachher 5% von dem Ding und er macht das gemeinsam mit mir. Und er hat mir dann so die Frage gestellt, geile Idee, hat er sofort gesagt, also ist absolut super, warum machst du es nicht? Und ich habe dann gesagt, naja, ich bin ja eigentlich Geschäftsmann, aber ich habe ja nichts mit der Weiterbildungsbranche und so weiter. Sagt er, jetzt hast du mir vorher gerade erzählt, wie viele Seminare du schon besucht hast. Du kennst den Brian Drese persönlich, du kennst den persönlich, den persönlich. Und jetzt willst du mir gerade erzählen, du sitzt da vor mir, vor Tony Robbins da draußen, gibt 7.000, 8.000 Leute, die gerne mit mir reden würden. Und du willst mir jetzt erzählen, du schaffst das nicht, sowas selber aufzubauen. Was hast du bis jetzt aufgebaut? Und dann habe ich ein bisschen erzählt über meine Firmen und da und da. Und dann hat er gesagt, also geh noch einmal in dich und versuch nicht irgendwelche Gründe zu finden oder Geschichten, die du dir selbst erzählst, warum du es nicht tun kannst, sondern find einfach Gründe, es zu tun. Also Reasons. Sie müssen sich das einfach mal vorstellen. Ich weiß nicht, ob Sie und Tony auch so kennen. No reasons, das ist so ein 2,10 Meter Typ, der ungefähr, wenn er in einen Raum reinkommt, ungefähr eine Halle ausfüllt, so ja, genau. Vom Gefühl her. Und wenn der mit Ihnen sowas sagt, if we five, dann waren die Finger, glaube ich, um so viel länger noch als meine. So. Unglaublich, ja, genial. Ja, und das hat dir wahrscheinlich so einen Kick gegeben, oder? Absolut. Also wir haben dann, er hat dann noch gesagt, okay, angenommen, du schaffst es, welches Zielbild ziehst du dann und. Also hat er da und dann seid ihr da in sozusagen seiner Garderobe. Haben wir uns dann noch unterhalten und haben dann aber, muss sagen, das war dann doch ein sehr spannender Impuls für mich. Ich habe dann noch alles Mögliche mit ihm besprochen, wie er zum Bill Clinton Coaching kam und von seiner Insel hat er mir erzählt. Und weil ich dann eines meiner Zielbilder habe ich gesagt, du, wenn ich es mal richtig geschafft habe, ist, wenn ich bei dir auf der Insel sitze und die ganzen Geister, also Steve Jobs wird jetzt nicht mehr klappen, aber ja, der Bill Gates dort schon sitzen gehabt und Warren Buffett und die tollen Jungs halt. Und sage ich, wenn du mich mal mit meinen Leuten dann einlässt auf die Insel, dann weiß ich, ich habe es geschafft. Ja, das ist dein I've made it Moment, ja. Und das wäre dann vielleicht so die nächste Stufe, dass man sagt, okay, wenn er mich einlädt auf seine Bühne. Ja. Okay, ja, und die Tony Robbins Geschichte, da können wir auch gerne, wenn das so spannend war, ich habe nicht gewusst, dass das so XL war, könnte man mal tatsächlich eine halbe Stunde dazu machen, dass wir sagen, okay, was wir von Tony Robbins lernen können. Du, gerne, ja. Warum? Wäre auch spannend, also wenn der Paul Misar solche intimen Momente, in Anführungszeichen intimen Momente, aber doch, wer hat schon die Möglichkeit, einfach sich hinzusetzen mit dem? Und über solch spannende Dinge zu reden, ja. Also, wir haben bis zum nächsten Mal zu tun, was? Sag uns. Ihr habt bis zum nächsten Mal, oder jeder, der mag, ja, ist ja alles. Ja, jeder, der heute und jeder, der auf dem nächsten Level seines Lebens bin, genau, oder jeder, der bereit ist, auf den nächsten Level seines Lebens zu kommen, ich sehe es ja immer ein bisschen wie ein Computerspiel, ne? Du spielst in einem Level ganz gut, bist sicher und dann kommst du im nächsten Level und auf einmal bist du wieder Anfänger und dauert halt wieder eine Zeit lang, bis du gut spielst. Aber jeder, der bereit ist dazu, aus seiner Komfortzone rauszugehen, der soll sich mal überlegen, was hätte er denn früher schon gerne gemacht? Und wenn jetzt Geld und Zeit keine Rolle spielt und er hätte die Möglichkeit, ich sage immer, stell es dir so vor, die reiche Tante oder der reiche Onkel irgendwo aus Amerika, die du nicht kennst, stirbt und du bekommst vom Notar eröffnet, du hast 5 oder 10 Millionen geerbt, musst nichts mehr arbeiten in deinem Leben, aber die Bedingung ist, du musst noch etwas arbeiten oder du darfst noch etwas arbeiten. Was würdest du tun? Es ist dir nicht vorgeschrieben, wo auf dieser Welt du es machst. Es ist dir nicht vorgeschrieben, was du machst, nicht wie viele Stunden und so weiter, aber du sollst irgendwas Sinnvolles tun. Ob du jetzt eine Tauchschule oder eine Segelschule oder weiß ich nicht, an Bio-McDonalds eröffnest, das ist deine Entscheidung. Ja? Alles, was du machen willst, darfst du tun, wenn Geld und Zeit keine Rolle spielen. So, das wäre also die Vorgabe. Was würdest du dann tun? Also schreib es dir auf und ich sage immer, versuch wirklich wie ein Drehbuchautor eine ganz klare Szene für dich zu machen. Also stell dir wirklich vor, ein optimaler Tag in deinem Leben. Du wachst morgen auf. Neben wem wachst du auf? Beschreib die Person. Gibt es die in deinem Leben schon oder soll es die irgendwann geben? Wie verbringst du den Tag? Beginnst du mit Sport oder mit Yoga oder mit Morgenbegrüßen auf der Dachterrasse deiner Freundin? Wenn die Freundin neben dir liegt, vielleicht auch was anderes.
vielleicht ganz was anderes, vielleicht willst du irgendwo in einer, weiß ich nicht, Hütte in Alaska oder in Kanada. Nehmen die Hütte am Strand. Ja, also hat ja jeder auch eine andere Träume. Ja, of course, natürlich. Träume, ja? Natürlich. Aber du darfst träumen, aber mach ein klares Bild davon. Zwischen Skifahren und Wasserskifahren ist alles möglich. Ja, du kannst auch deine ideale Szene für Winter und für Sommer beschreiben. Muss auch nicht der gleiche Platz sein. Ja? Aber wie würde ich denn gern leben, wenn ich könnte? Also so fängt es an. Ja? Das ist dieser Virus, wenn wir uns damit mal infizieren, dann, ich kann mich noch erinnern, wie ich hier das erste Mal vor ein paar Jahren mich dann wirklich mit der Entscheidung getragen haben, mal hier einen Teil des Jahres zu verbringen. Das ging damals noch gar nicht von gewissen Abläufen. Weil ich war damals noch bei mehreren meiner Firmen operativer Geschäftsführer, viel zu sehr im Tagesgeschäft involviert. Die hätten mir das nie vorstellen können, dass ich mal Wochen weg bin von zu Hause, unter Anführungszeichen. Jetzt ist halt das mein zweites Zuhause. Ja. Naja, und das ist diese Klarheit und dann wirklich überlegen, in welchem Haus oder in welchem, auf welchem Boot oder wo auch immer lebe ich, ja. Laufe ich zur Arbeit, fahre ich zur Arbeit, womit fahre ich? Fahre ich mit einem Ferrari oder mit einem Fahrrad oder schwimme ich rüber zur Arbeit oder wie soll mein Leben ausschauen? Ja? Mhm. Und welche Menschen sollen um mich sein? Hast du uns da einen kleinen Fragebogen dazu? Ich habe in meinem Buch, Lebensdrehbuch heißt das, sind sehr, sehr viele Übungen, die in die Richtung gehen und da hast du auch ganz genaue Anleitung. Hast du uns einen Auszug raus, den ihr reinstellen könnt dann vielleicht, so eine Seite oder was? Ich könnte da schauen, dass man da irgendwas. Das wäre cool, ja. Können wir dann verweisen, dass weitere Geschichten im Buch drin sind, aber halt, dass wir zumindest einmal eine Grundlage haben, ja? Kann man machen, gerne. Das ist super. Also dann haben Sie das daheim in jedem Fall und ich meine, bitte, wenn Sie danach nicht die Bücher haben wollen, weiß ich nicht. Also, ja, genau. Das ist mal ein erster Leckerbissen sozusagen. Danke, lieber Paul. Also wie gesagt, du bist einer der ersten Gäste, eigentlich der erste, wo ich wirklich sage, das muss mehrteilig sein. Dankeschön. Das muss mehrteilig sein. Ich habe mit vielen Spannenden schon reden dürfen, aber bei dir, das ist wow. Danke. Also groß beeindruckt. Einmal die Tony Robbins Geschichte einfach so separat, gerade weil ich selber so spannend finde, was können wir von Tony Robbins lernen. Kann ja auch vom D. Half Egger noch ein paar Geschichten erzählen und so. Also super gern. Dann nennen wir es von den Top-Trainern lernen oder so ähnlich. Ja? Dass wir da eine separate Session machen und die eigentliche, die angedacht war ja die zum Lizenz zum Reichwerden. Ja. Aber wie du hast ja angeregt, eben das erst nachzuschieben, nachdem wir überhaupt wissen, in welchen Bereichen und worin. Ich glaube, das kann Sinn machen. Weil sonst ist die falsche Leiter, die falsche Autobahn und da gibt es einen Crash und das ist nicht gut. Genau. Und in diesem Sinne, ein Zitat, das dich durchs Leben trägt, dann entlassen wir dich in deinen wundervollen Abend. Ein Zitat, ein ganz, ganz wichtiges, hat der Mark Twain mal gesagt, die zwei wichtigsten Tage in deinem Leben, der erste Tag, an dem du geboren wirst, der zweite, an dem du weißt, warum, das ist das Thema Lebensmission. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Ausarbeiten eurer persönlichen Lebensmission, eures persönlichen Lebensdrehbuchs. Bis demnächst. Ich bedanke mich herzlich auch bei Ihnen zu Hause und natürlich bei dir, lieber Paul. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, viel Erfolg für Sie. Gerne können Sie sich das Formular holen bei Lernen der Zukunft und gerne auch kommentieren, wenn Sie Fragen haben. Vielleicht auch im Kommentar schreiben, was Ihre Mission denn schon ist, wenn Sie sie schon wissen. Sie sind willkommen und beim nächsten Mal gehen wir tiefer und weiter. Alles Liebe, Ihr Andreas Giermeier und Paul Misar. Dankeschön. Herzlichen Dank. Tschüss, ciao, servus. Ah, ciao. Ja, wunderheilig. Ja, das Wort habe ich neuerdings mir angeeignet. Das gefällt mir total. Sehr gut. Wunderherrlich.